Amen. Ich hoffe, du hast diese Zeit genossen im Austausch mit dem lebendigen Gott. Denn darum geht es nur in dieser Zeit, wo wir singen. Das ist nicht einfach nur ein paar schöne Lieder singen, eine Melodie hören, sich begleiten lassen durch nette Instrumente und Musik und Musiker. Sondern es ist jedes Mal eine Einladung, in den Dialog zu treten zwischen dir und dem lebendigen Gott. Und wenn das für dich jetzt vielleicht etwas Neues ist, dann lade ich dich ein, dass du nächsten Sonntag kommst und es tatsächlich mal ausprobierst. Zu sagen, alles das, was ich da jetzt lese in diesen Liedertexten und sowas, hat das mir was zu sagen? Wie will ich darauf antworten? Ist das meine Antwort, die ich da gerade singe oder nicht? Wenn du das gerade, was du gesungen hast, so dieses Heiliger Geist, umgib mich, sei mir ganz nah, selber noch nicht kennst, nicht spüren kannst in deinem Leben, weil da vielleicht irgendetwas ist, was dich daran hindert, so in die Nähe Gottes zu kommen oder du Gott so noch gar nicht kennst, dann darfst du auch jetzt gerne während der Predigt nach hinten in die Lounge gehen und dort einfach mal mit jemandem drüber reden. Oder nach dem Gottesdienst oder wann auch immer. Ich glaube, dass das, was wir gerade gesungen haben, solche Begegnungszeiten, solche Austauschzeiten mit Gott, stillt die tiefsten Bedürfnisse unseres Herzens. Und deswegen liebe ich Gottesdienst. Deswegen sind wir hier. Also zumindest bin ich hier, ja, weil ich solche Begegnungszeiten mit Gott in Gemeinschaft mit Geschwistern, die genauso unterwegs sind, so sehr liebe. Es geht um Dialog auch heute Morgen. Wir haben letzten Sonntag haben wir diesen Dialog erlebt zwischen dem Statthalter, dem römischen Statthalter Pilatus und Jesus. Und es ging darum, dass wir häufig sehr eher uns immer wieder vielleicht dabei ertappen, dass wir Dinge verharmlosen, vielleicht nicht ganz ehrlich sind, nicht ganz aufrichtig sind und dass es darum ging, aber in der Wahrheit zu leben und das bedeutete, mit Jesus zu leben, weil er die Wahrheit ist. Nicht wir haben die Wahrheit gepachtet, sondern er als Person ist die Wahrheit und ihm zu begegnen bedeutet, in der Wahrheit zu leben. Und wir steigen heute nochmal in einen weiteren Dialog ein, und zwar aber in einen Dialog zwischen Jesus und einem seiner Nachfolger zu seiner Zeit hier auf Erden, dem Petrus. Petrus war ein Fischer und er war ein Hitzkopf, könnte man auch sagen. Also er war schon jemand, der sehr emotional war und auch schnell gerne raushaute, was er dachte und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu schnell war und Jesus nahm ihn dann öfter auch dann bei Wort und sagte, okay, also wenn du jetzt schon dich traust, dann lass auch mal Taten folgen. Ja, und so brachte sich Petrus auch immer wieder in schwierige Situationen. Und wir befinden uns gerade in einem Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern, seinen Nachfolgern allein unterwegs war in Galiläa. Und sie hatten mehrere Themen am Wickel miteinander. Da ging es um um Rangstreit. Wer wird eines Tages in deinem Königreich, Jesus, die höchsten Ämter und Posten haben? Ja, das war so ein Thema. Ein anderes Thema ging es um Tempelsteuer. Müssen wir die Tempelsteuer zahlen oder nicht? Ja, oder dann ging es um Fall und Verführung. Wie kann ich fallen und wie kann ich andere zum Abfall oder sowas auch verführen? Und also es waren ganz mehrere Themen, sehr intensive Themen, die Jesus da mit ihm durchgegangen ist. Und ein Thema, das wollen wir uns heute Morgen miteinander anschauen, da ging es darum, wie kann ich mit Leuten umgehen, die an mir schuldig werden? Wow. Also ich glaube, das ist ein Thema, das jeden von uns berührt, nicht wahr? Wann ist das letzte Mal jemand an dir schuldig geworden? Wahrscheinlich musst du gar nicht so weit zurückdenken. Und wir steigen ein in Matthäus 18, da lesen wir von diesem Dialog, Vers 21. Petrus kam zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut?
7-mal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal, 7-mal. Also wir erleben gerade eine Situation und wir dürfen nicht vergessen, dass die Jünger damals, zu der Zeit, wo auch Jesus auf der Erde war, noch unter dem Gesetz lebten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dieses mosaische Gesetz von Gott gegeben, war schon eine absolute Steigerung von allen bisherigen Verfahren, wie Menschen normalerweise miteinander umgehen, wenn irgendjemand anders an einem schuldig wird. Es war ihnen klar, dass es bei diesem Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn darum ging, dass ich nicht über das geforderte Maß der Gerechtigkeit hinausgehe. Also, dass ich nicht im Zorn, in der Wut oder was auch immer, weil mir jemand etwas Böses getan hat, über die Gerechtigkeit hinausschieße und ihm doppelt zurückzahle. Also dann auch in ein Racheverhältnis vielleicht hineinging und damit sozusagen eine Gewaltspirale in Gang gebracht wurde, bis hin zu Blutfäden, die manchmal über Generationen hinweg gegangen sind. Und da wurde gesagt, nein, das kann nicht angehen, dass er so gerecht, ungerecht zu mir war, mir sowas Böses getan hat, dem zahle ich es heim und dann so richtig voller Wut und doppelt und dreifach. Und dann kamen die Angehörigen und sagten, oh, das kann doch nicht angehen, das war nicht gerecht, hätte er nur das und das gemacht, aber weil er das jetzt gemacht hat, viel stärker reagiert hat, jetzt kriegt er es von uns drauf. Ja. Und so lief das eigentlich im Grunde genommen bei den Menschen damals ab, als Gott dieses Gesetz gab, wie auch heute. Denn das Herz des Menschen hat sich nicht verändert. Ja? Auch wir gehen heute immer noch so mit um. Und deswegen ist diese Frage von Petrus auch eine Frage, wo ich sage, Mann, da hat der Petrus mal nicht nur schnell geredet, sondern hat sich vorher auch Gedanken gemacht. Also das, finde ich, kann man dabei rauslesen. Und Petrus hat sich bestimmt auch darüber Gedanken gemacht, wie wohl Jesus dieses Thema behandelt. Also er hat jetzt ja schon viel von ihm gehört, das war ja sein Lehrer und hat bestimmt schon gemerkt, Jesus sieht viele Themen, die wir so jetzt, mit denen wir so unterwegs sind, auch so vom mosaischen Gesetz her, doch ganz anders. Und ich weiß nicht, wie er vielleicht damit umgeht. Und ich kann mir vorstellen, als er sagte, so reicht es 7-mal, da dachte Petrus schon, er ist so ganz weit vorne. Ja? Also 7-mal ist doch schon ganz gut, oder nicht wahr, Jesus? Und wenn Jesus aber antwortet mit 7-mal, 70-mal, dann meint er nicht, es geht hier um eine Zahl. Petrus, du bist schon ganz vorne mit 7-mal. Auf jeden Fall viel weiter als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber es geht hier nicht um eine Zahl, es geht auch nicht um 490-mal, sondern es geht hier um eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung einzunehmen, zu leben der demütigen Gnade, weil du selbst, Petrus, diese Erfahrung gemacht hast, dass dir alles vergeben wird. Viel mehr von Gott dir vergeben wurde, als du jemals einer einzelnen Person vergeben kannst, als jemand, als eine einzelne Person dir gegenüber schuldig werden könnte. Das ist eigentlich der Gedanke, den Jesus dahinter hatte und dem er so Petrus mitgeben wollte. Und wir beschäftigen uns ja dieses Jahr mit dem Thema, wie kann unser Leben so aussehen, dass es der Heiligkeit Gottes Genüge tut. Und ich hoffe, dass du einen inneren Herzenswunsch verspürst, heilig sein zu wollen, wie Gott heilig ist. Weil er alles dafür getan hat, den höchsten Preis bezahlt hat. Er hat sein Leben geopfert, sein Blut dahin gegeben, der Vorrang, der dich und mich von Gott trennte, zerrissen. Wir haben offenen Zugang zu ihm und aus Dankbarkeit zu sagen, ja, ich weiß, es ist die beste Art zu leben,
deine Heiligkeit, die du mir geschenkt hast, deine Annahme, die du mir gegeben hast, zu bewahren. Und ich hoffe, das ist dein Herzensanliegen, nicht nur heute Morgen, sondern generell. Und deswegen wollen wir uns einfach mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Was bedeutet das denn, dieses einander zu vergeben und nicht zu verurteilen? Das Gleichnis, das Jesus hier seinen Jüngern vor allem auf dieser Frage von Petrus dann im Anschluss erzählt, gibt dieses Prinzip, was dahinter steht, was Jesus uns deutlich machen möchte. Und das ist ein Dialog heute Morgen. Ja, wenn wir die Bibel lesen, dann tritt Gott, der lebendige Gott, mit dir und mit mir in den Dialog, in einen Austausch. Und Jesus, das, was er uns heute Morgen erzählt, gilt uns allen. Er sagt, hey, so kann dein Leben funktionieren und deine Heiligkeit bewahrt werden. Wir lesen dann weiter ab Vers 23. Das ist ein bisschen längerer Text. Da versucht mal einfach mitzulesen, oder schließt die Augen, wie auch immer, und lasst einfach das auf euch hören, was ich jetzt vorlese. Jesus sprach, deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Und da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schuld erlassen hatte, und sagte zu ihm, du böser Diener, ich habe dir deine großen Schulden vererlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er dem Mann den Folterknechten überließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Das ist ein Gleichnis, wo ich sage, da kribbelt es mir. Ja? Also da steckt so viel Weisheit drin, wo ich sage, Mann, wenn Jesus das mal so einfach mal so eben nebenbei raushauen kann, das ist schon unglaubliche Weisheit, die dahinter steckt. Wir werden uns das ein bisschen genauer anschauen, was Jesus hier Petrus, und ich bleibe jetzt mal bei Petrus, ja, es ist dann viel einfacher, mit diesem Text umzugehen, als wenn ich immer uns adressiere. Also was Jesus hier jetzt Petrus und seinen Jüngern damals mitteilen wollte und deutlich machen wollte. Das erste ist, dass es beim Vergeben nicht darum geht, Petrus, dass du einen Soll zu erfüllen hast. Du kannst nicht abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, habe ich mir verzählt? Nee, okay. 6. Okay, ein siebtes Mal noch. Und dann ist aber gut. Es geht nicht darum, eine Leistung zu erbringen, Petrus. Sondern es geht hier darum, eine Herzenshaltung einzunehmen, zu entwickeln. Eine Herzenshaltung der Demut aufgrund erlebter Gnade. Also es geht hier um gleichsam Vergebung empfangen und Vergebung geben, aber auch um Schuld anzusprechen, doch dabei nicht überheblich zu richten.
Also um mehrere Punkte geht es. Fangen wir mal den ersten an mit der Grundlage der richtigen Herzenshaltung, die Jesus hier anspricht. Und er macht deutlich, Petrus, achte auf dein Herz. Dass diese überwältigende große Gnade, mit der Gott dir begegnet, dich in ein demütiges Verhalten dem anderen gegenüber hineinführt, sodass du nicht über die Schuld des anderen ihn verurteilst, sondern ihm immer mit Gnade und mit Vergebung begegnest. Immer. Wow. Aber Jesus macht ja deutlich, Petrus, das gelingt dir nur. Nur unter einer einzigen Voraussetzung. Wenn du immer zu dir vor Augen hältst, wie viel Gott dir eigentlich vergibt. Wie viel er mir vergeben hat. Nur dann ist dieses immer 7 mal 70 mal immer dir möglich zu leben. Sonst nicht. Sonst wirst du das nie schaffen. Dein Herz wird irgendwann hart werden. Irgendwann wird es nicht mehr ausreichen, deine menschlichen Fähigkeiten dem anderen nochmal zu vergeben oder überhaupt jemanden noch zu vergeben, wenn du nicht in diesen Gedanken bleibst und immer zu dir vor Augen hältst, wie viel Gott hast du mir vergeben? Viel mehr, als ein Mensch mir jemals schuldig werden kann. Jesus macht aber auch hier deutlich, in diesem Beispiel, diesem Gleichnis, dass eine solche Herzensveränderung und Herzensbereitschaft durch die Haltung, wie die des Verwalters eben verhindert wird. So wie er drauf war, kannst du solch eine Herzenshaltung, die dich befähigt zu vergeben, niemals erlangen. Denn was sichtbar wird, ist in dieser Begegnung dieses Verwalters mit dem Diener im Anschluss, dass er es nicht nur ablehnte, ihm seine Schuld zu erlassen oder zumindest Zeit zu geben, es wieder zurückzuzahlen, sondern dass er sich auch gegen die Tatsache selber sträubte, Vergebung nötig zu haben. Da lesen wir häufig drüber hinweg. Aber seine Reaktion zeigt, dass diese Hartherzigkeit, des den anderen gleich zu verurteilen, dass er überhaupt gar nicht vor dem König bereut hat. Ganz im Gegenteil. Sondern dieses dem anderen gleich an die Gurgel zu fahren, ihm gleich zu sagen, hey, zahl mir sofort deine Schulden zurück, sagt eigentlich nichts anderes aus, du bist schuldig, dass ich so viel Schuld habe. Weil du nicht rechtzeitig zurückgezahlt hast und wer weiß, wie vielen er noch Geld geliehen hat, weil die alle um mich herum all ihr Geld mir nicht zurückgezahlt haben. Deswegen bin ich schuldig geworden, aber ich habe keine Verantwortung dafür zu tragen. Das ist eigentlich, was dieser Verwalter damit aussagt. Seine Herzenshaltung wird hier so deutlich, dass sich vor dem König hinzuwerfen und sich zu demütigen, nicht aus seinem Herzen herauskam. Da war keine Reue über sein eigenes unverantwortliches Verhalten im Umgang mit dem vielen Geld, das er sich geliehen hat von dem König. Diese riesige Schuld, die der König ihm überlassen hat, war eigentlich etwas, was er sagte, naja, hätte er ja nicht tun müssen. Das war seine Grundhaltung. Und es ging ihm vielmehr um das Erhalten seines Lebens, seiner Position, seiner Macht, seiner Einflussnahme am Hofe, aber nicht um echte Reue. Und Jesus beschreibt hier durch dieses Gleichnis, dass die Herzenshaltung, die wir immer wieder bei Menschen und auch bei uns vielleicht entdecken können, wo es nur um unser eigenes Ego geht. Wo wir so stolz sind, dass wir vielleicht gerne den Erlass unserer Schuld von Gott annehmen, aber nicht im geringsten vielleicht wirklich echte Einsicht mitbringen. Dass das, was uns gerade erlassen würde, im Grunde genommen eine unverzeihliche Sünde war, die Strafe zur Folge haben müsste.
Und mit diesem Bewusstsein, ich kann nichts dazu tun, als dass diese Strafe mir erlassen wird. Sie müsste mich eigentlich erreichen. Und ich fände es sogar gut, dass sie mich trifft. Denn ich habe echt Mist gebaut und ich verdiene Strafe. Das ist die Herzenshaltung, die eigentlich gewünscht ist und die man bei dem Diener dann sieht gegenüber dem Verwalter, die aber der reiche Verwalter nicht hatte. Seine Schuld wirklich einzugestehen, zu benennen und um Vergebung zu bitten, bedeutet eben genau diese Herzenshaltung der Demut, auf die Jesus hier in diesem Gleichnis Wert legt und die er Petrus so mitteilen möchte. Und erst daraus haben wir diese Herzenshaltung und können sie entwickeln, 70 Mal zu vergeben, immer zu vergeben. Das Zweite, worauf Jesus hier hinaus möchte, ist, dass eine stolze Herzenshaltung, wie es dieser reiche Verwalter hatte und an den Tag legte, dazu führt, dass wir anfangen, dann andere unbarmherzig zu richten, unbarmherzig mit ihnen umzugehen. Matthäus 7, Vers 1 bis 2 erzählt Jesus ja vorher schon in der Bergpredigt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten, aber den Balken in deinem nimmst du nicht wahr? Und hier gibt es ein ganz häufiges Missverständnis in unserer Zeit heutzutage, in der jeder denkt, nach seiner Fasson glücklich werden zu dürfen, und die Wahrheit, jeder hat die Wahrheit, das war das letzten Sonntag das Thema. Jeder hat irgendwie für sich die Wahrheit gepachtet, wie er eben sie fühlt. Ja, und wir lassen den anderen eben stehen, jeder in seiner Wahrheit und Meinung, aber wirkliche Wahrheit gibt es nicht. Und das Missverständnis ist, dass wir hier dann manchmal durch diese Stelle aus Matthäus 7 haben: Wir dürfen niemandem mehr sagen, dein Verhalten ist falsch. Du bist schuldig geworden. Du bist sogar schuldig an mir geworden. Aber Jesus meint das mit dieser Stelle nicht. Hier meint er, es geht um ein Verurteilen des anderen, wie dieser reiche Verwalter, aus einer stolzen, selbstgerechten Haltung des Herzens, die aussagt: Ich selbst habe keine Vergebung nötig. Jesus macht sogar sehr deutlich: So wie der König seine ganzen Diener herbeirufen ließ und ihnen mitteilte: Ihr habt noch Schuld an mir. Wie dieser reiche Verwalter diesem Diener gegenübertritt: Du hast noch Schuld an mir. Das ist okay. Das dürfen wir machen. Jesus selbst macht das immer wieder. Was getadelt wird in diesem Gleichnis von Jesus, ist die fehlende Barmherzigkeit des reichen Verwalters, dem anderen seine Schuld zu stunden, zumindest zu stunden noch, wenn er sie schon nicht erlassen will. Nein, Jesus macht sogar im Vers 15, im gleichen Kapitel Matthäus 18, deutlich: Wenn dein Bruder an dir schuldig wird, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Das ist ja eigentlich genau die Aussage, auf die Petrus sich bezieht mit seiner Frage dann: Wie oft muss ich denn dann jemanden vergeben? Also das hat er verstanden. Ich darf hingehen und jemanden auf seine Schuld hinweisen. Hey, das, was du getan hast, am Buffet mir auf den Fuß zu treten, war jetzt nicht in Ordnung. Bitte entschuldige dich dafür. Also das darf ich machen, ja? Aber eben nicht dann ihn unbarmherzig letztendlich übermäßig zu verurteilen. Einen Bruder und eine Schwester auf Fehlverhalten anzusprechen und zurechtzuweisen, ist sogar ein Akt der Liebe. So weit geht Gottes Wort. Und da merken wir schon, dass wir langsam an die Grenzen unserer gesellschaftlichen Kultur heutzutage kommen, nicht wahr? Boah. Hast du deinen Arbeitskollegen schon mal darauf hingewiesen? Ey,
das, was du jetzt tust, ist nicht okay. Dass du jetzt Material mit nach Hause nimmst, heimlich, das ist nicht okay. Wenn du das tust, dann hast du einen Feind ab dem Moment in deiner Kollegenschaft, definitiv. Das ist nicht als, das wird nicht als Liebeserweis, dass er dich, dass du ihn bewahren möchtest, dass er irgendwie jetzt bei der Werktorkontrolle dann irgendwie erwischt wird, ja, und dann seinen Job verliert, ja. All das wird in dem Moment heutzutage nicht mehr gesehen, sondern was erdreistest du dich in mein Leben zu sprechen? Bist du etwa etwas Besseres? Das ist das, mit dem wir heutzutage unterwegs sind. Aber die Bibel macht deutlich, Sprüche 3, Vers 12, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt, weist ihn schon früh zurecht. Hier geht es nicht um eine Lust an Strafen. Ja, also darum geht es nicht. Ja, gewalttätig zu sein oder was auch immer. Es geht um Liebe. Gott macht deutlich, den anderen auf etwas hinzuweisen, was ihm nicht gut tut, was Schuld und Sünde ist, geschieht aus eigentlich aus oder sollte zumindest aus einem Herzen der Liebe geschehen. Und dahinter steht dieses Bild des jungen Baumes, der für sich alleine nicht stehen kann. Und an dem kommt ein Pfahl, wird daneben reingeflockt und gefehlt und da wird er angebunden, damit er gerade wachsen kann. Das ist eigentlich das Bild, was dahinter steht. Ich helfe dir, dass dein Leben gelingt. Das ist das, worauf hier dann in den Sprüchen mit diesen Bildern und Gott grundsätzlich hinaus möchte. Und Jesus tat das oft sogar und sehr klar und scharf. Wenn man liest, wie er mit der religiösen Führung seiner damaligen Zeit umgegangen ist und was er ihnen gesagt hat, also wenn, ehrlich gesagt, da verknotet einem sich schon ganz schön der Magen. Ja, er betitelt sie als Heuchler, als Söhne der Hölle, blinde Führer, ihr Toren, Raub und Gier ist in eurem Herzen nur zu finden. Ihr seid wie schöne Gräber, außen toll angemalt, aber innerlich voller Verwesung und Totengebein. Wollt ihr noch mehr hören? Schlangenbrut und Mörder nennt er sie. Okay. Willst du das mal in deiner Kollegenschaft mal machen? In deinem Nachbarn? Nein, machen wir nicht. Das halten wir für unanständig, nicht respektvoll, nicht wahr? Dann war Jesus nicht respektvoll. Nach unserem heutigen Maßstab war Jesus außer Art geschlagen, muss man sagen. Und das war er. Aber er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als was wir vorher schon in den vielen Büchern Moses lesen konnten, was Gott schon immer in den Chroniken, in den Propheten, mit den Richtern, dem Volk Gottes gegenüber schon getan hatte. Es war nichts Neues. Nur haben sie schon früher die Propheten erschlagen und ermordet, weil sie es nicht ertragen konnten. Und genauso haben sie jetzt auch Jesus gecancelt am Kreuz. Und Cancel Culture ist nichts Neues. Das gab es schon damals. Das haben sie mit Jesus am Kreuz gemacht und das machen wir heute in den sozialen Plattformen. Es ist so mittlerweile sogar zu einem Werkzeug geworden, all die mundtot zu machen, die nicht meiner Meinung sind. Sozial auszugrenzen und wirklich auszuradieren. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fall von Clemens Arvey gehört haben, einem österreichischen Biologe, der nur eine Frage gestellt hat damals zu Corona, dass diese Impfstoffe auch Nebenwirkungen haben werden. Er ist so ausradiert worden auf allen sozialen Plätzen, auch auf Wikipedia, dass er sich vor ein paar Wochen das Leben genommen hat.
Er konnte es nicht mehr ertragen. Du kannst heute Agenturen bezahlen, die das genau machen auf allen sozialen Plattformen. Menschen ausradieren, canceln, kreuzigen. Kreuzige ihn, haben sie geschrieben. Was war ihre Antwort auf diese Zurechtweisung Jesu? Sie blieben nicht in der Sache, sondern sie wurden sofort persönlich. Sie griffen Jesus immer in der Person an. Und genau das geschieht heutzutage unter uns genauso. Wir haben in so erschreckender Weise die Fähigkeit verloren, uns zurechtweisen und korrigieren zu lassen, dass wir bei jeder Schuldansprache sofort uns als Person angegriffen fühlen und sofort zurückschlagen und wieder nicht nur meistens Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern darüber hinausgehen, den anderen vernichten als Feind. Wir leben in so einer Empörungskultur. Wie wohltuend anders reagiert ein König David, wenn er sagt im Psalm 141, Vers 5, ein Gottesfürchtiger, ein Gerechter darf mich zurechtweisen, wenn ich schuldig werde, denn er meint es gut mit mir. Es ist eine große Hilfe, wenn er mir meine Fehler vorhält. Ich wehre mich nicht gegen seinen Rat. Wow. Hast du Freude an Zurechtweisung und Ermahnung? Das sehen wir schon bei unseren Kindern, dass sie es nicht haben. Ne? Welches Kind mag es, von den Eltern zurechtgewiesen zu werden? Nun bleibt es ihnen nichts anderes übrig. Aber spannend ist, der König David, der ein ganzes Volk regiert, hatte eine Herzenshaltung entwickelt, zu sagen, ich liebe es, zurechtgewiesen zu werden. Es macht mir Freude. Im Urtext heißt es eigentlich, es ist Balsam für mein Haupt, für meine Gedanken. Wohltuend. Was für eine Herzenshaltung der Demut. Und genau um die geht es hier in diesem Gleichnis, die er von Petrus verlangt. Zum Glück nur von Petrus. Nur wer selbst, aber das ist eben der Punkt, nur wer selbst solch eine Haltung hat, kann überhaupt dem anderen gegenüber diese Haltung entwickeln, ihm Gutes tun zu wollen. Also dieses, ich lasse mir gerne etwas sagen, ich frage gerne den anderen um Rat. Nur wer diese Haltung innerlich entwickelt hat, hat auch seinen Stolz unter die Füße bekommen, hat Demut entwickelt und nur der kann tatsächlich dem anderen dann auch in Demut, ohne zu verurteilen, Rat geben, Zurechtweisung bringen, diesen Pflock anbinden, damit dein Leben gelingt. Die eine Herzenshaltung bedingt, dass die andere Herzenshaltung überhaupt entstehen kann. Und wie gut, dass David hier schreibt, ein Gottesfürchtiger, ein Gerechter darf mich zurechtweisen, denn er meint es gut mit mir. Und ich glaube, dass wir alle da drin ein feines Gespür haben, ob es jemand wirklich gut mit uns meint oder nicht. Nicht wahr? Aber lassen wir es dann trotzdem zu? Können wir das? Wir lernen also aus diesem Abschnitt, dass es bei dieser Frage von Petrus, wie oft wir vergeben sollen, es mehr ist als nur über Schuld drüber hinwegsehen. Es mehr ist als vielleicht etwas nicht zu benennen. Oder vielleicht mal so ein schnelles Entschuldigung raushauen. Sondern dass es darum geht, dass Beziehungen geklärt werden, dass Beziehungen geheilt werden, wie auch unsere Beziehung ja zu Gott und von Gott her geheilt wurde. Lebst du in einer geheilten Beziehung zu Gott? Wenn das deine Wirklichkeit ist, dann lädt dich Gott heute Morgen ein, zu sagen, ich wünsche mir so sehr,
dass auch deine Beziehungen um dich herum geheilt werden. Und hier hast du einen Weg. Demütige dich vor mir und dann kannst du in Demut den Menschen begegnen. Ihnen Heilung und Vergebung anbieten, ihnen aber auch Zurechtweisung anbieten, ihnen auch sagen, hey, das war nicht in Ordnung, aber eben mit dieser inneren Haltung, ich will, dass dein Leben gelingt. Und dann sind Beziehungen oder werden Beziehungen geheilt. Das ist der himmlische Weg Gottes hier. Der dritte Punkt abschließend ist, wo Jesus zwei Dinge ihm deutlich macht. Wenn wir wie bei dem Verwalter im Umgang mit dem Diener sichtbar wird, keine Einsicht über unsere eigene Schuld haben und dann unbarmherzig mit den anderen um uns herum umgehen, es zu einem Punkt kommen wird, wo Gott all das, was er uns mal vergeben hat, uns wieder aufladen wird. Wow. Du kommst wieder unter all dem Druck deiner Vergangenheit. Unter all dem, was dich in Vergangenheit zugesetzt hat. Was dich belastet hat. Das macht Jesus hier sehr deutlich. Wenn er sagt, genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Und so sagt er dann letztendlich, wie viele von euch haben sich aufgrund dessen selbst den Folterknechten ausgesetzt? In diesem Beispiel heißt es ja, der König überließ dann diesen reichen, ungerechten Verwalter seinen Folterknechten. Das muss Gott mit uns nicht machen. Das macht Gott mit uns auch gar nicht, weil wir selbst dann dafür sorgen. Welche Namen tragen denn diese Folterknechte? Diese Folterknechte sind eben aufgrund von Unversöhnlichkeit, Unbußfertigkeit, entsteht dann meistens in unserem Herzen Groll. Aus Groll Verbitterung. Und aus Verbitterung entsteht Freudlosigkeit, Unfriede, dem wir dann ausgesetzt sind, den auch dann unsere Beziehungen belasten. Und aus dem Ganzen entstehen körperliche Leiden. Man hat vielfach festgestellt in Studien, Unversöhnlichkeit und Bitterkeit kostet dich sogar Lebensjahre. Bis zu 5 Jahre kann es dich kosten, dass du eher stirbst aufgrund von Unversöhnlichkeit, weil dein Körper nicht mehr mitmacht. Das sind die Folterknechte, von denen Jesus spricht. Sie haben einen Namen. Und wir selbst sind dann diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, uns ihnen auszusetzen. Und Jesus zeichnet uns hier einen Weg vor und sagt, hey, lass es soweit gar nicht erst kommen. Ich habe dir so viel vergeben. Bleib da drinnen in diesem Bewusstsein, was ich dir erlassen habe. Und dann geh genauso mit deinem Nächsten um. Lass nicht zu, dass dein Leben welk wird und zugrunde geht. Ich möchte zusammenfassen. 4 Punkte. Wie es uns gelingen kann, dieses umzusetzen, diesen Weg Jesu ins praktische Leben im Alltag umzusetzen. Denn darum geht es ja. Dass wir unsere Heiligkeit bewahren und sie nicht verletzen, dass wir das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, in das wir hineingegangen sind, das wir angezogen haben, dass wir das bewahren und nicht verletzen. Der erste ist, entwickle eine Herzenshaltung der Demut, die du daran erkennen kannst, dass du dich über Zurechtweisung und Ermahnung freuen kannst. Indem du dich in allem Gott unterordnest und auch vor Menschen demütigst. Sei es auf dem Arbeitsplatz, sei es gegenüber der Politik, der Regierung, sei es in der Gemeinde, sei es einander in der Ehe, ordnet euch einander unter, Epheser 5. Demütigung.
Das zweite ist, erkenne und benenne konkret deine Schuld Gott und Menschen gegenüber und bitte sie so um Vergebung, dass sie tatsächlich wahrnehmen können, du meinst es ernst. Wenn wir das nicht machen, bleibt immer so ein schales Gefühl zurück. Meintet ihr das wirklich ernst? Und wir können dann zwar vergeben, aber die Folge ist, dass wir dann meistens nicht mehr vertrauen können, nicht wahr? Und das belastet weiterhin eine Beziehung. Also wenn du um Vergebung bittest, wenn du es bereust, dann teile es so mit, dass der andere es wirklich wahrnehmen kann, dass es dir ernst damit ist. Der dritte Punkt ist, liebe deine Geschwister so sehr, dass du bereit bist, sie auf Schuld und Sünde hinzuweisen, damit sie vor den bösen Auswirkungen bewahrt bleiben. Hast du so eine Liebe in deinem Herzen? Um deines anderen Willen willst du ihn bewahren, ihn retten? Dann wende dich ihm liebevoll zu und sag, hey, pass auf hier. Lieber Bruder, liebe Schwester, du verrennst dich gerade in etwas hinein, das dich mehr und mehr verletzen wird. Das ist liebevoller Umgang. Und der letzte, vierte Punkt, sei immer bereit, anderen zu vergeben, egal wie sie es meinen, damit du selbst in Freiheit leben kannst und dich keine negativen Emotionen mehr an diese Person binden kann. Lass uns miteinander aufstehen. Lass uns ein bisschen Begleitung jetzt haben. Und ich möchte dich eigentlich einfach nur einladen. Gott möchte dich heute Morgen einladen. Wenn du merkst, dass du diese Haltung noch nicht entwickelt hast, dann bitte Gottes Geist, es zu tun. Dass es in dir entwickelt. Damit dein Leben gelingt, deine Beziehungen gesund sind. Gott segne.